gibt halt die Beobachtung, dass im Damentennis noch unheimlich viel Backhand aus der Mitte gespielt wird, also Rückhand aus der Mitte gespielt wird, was zur Folge hat, dass die Bewegung gerade am Anfang des Matches, der Matches nicht da sind. Und ein einfacher Hinweis, um die Müdigkeit und die Angespanntheit rauszubekommen, ist halt dem Spieler zu sagen, okay, versuch viele Vorhände zu finden, versuch dich aktiv zu bewegen. Drei. Komm, Julien, hopp, lass nochmal brennen den Platz jetzt. Eins. Komm. Gut. Zwei. Rum. Fünf. Und wieder unten sitzen. Sechs. Und nochmal, komm. Sieben. Und da kannst du Feuer legen, komm. Acht. Und nochmal, Feuer. Neun. Und nochmal, nimm ihn am höchsten Punkt. Zehn. Dann ist es halt wesentlich einfacher, wenn man die Kids mit 12, 13, 14 schon hat, damit anfängt, und dann hast du diese Automatismen einfach und du musst dann im Endeffekt mit 16, 17 Jahren nicht mehr darüber reden. Das ist natürlich dann ein unglaublicher Vorteil. Und deswegen denke ich, ist es halt auch wichtig, dass man frühzeitig sich überlegt, okay, wenn das die Philosophie ist, dann ist es, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Eins, zwei, drei, dann spiele ich die Seiten immer zweimal an. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Bei Halep hat man zum Beispiel gesehen, der hat irgendwann angefangen, die Mitte einfach mit der Vorhand mehr zu spielen, obwohl sie einfach eine wesentlich bessere Rückhand hat. Also es kommt jetzt langsam immer mehr, dass die Leute das wollen oder sehen, weil sie einfach sehen, dass sie wesentlich mehr Möglichkeiten haben. Wenn du jetzt zum Beispiel aus dieser C-Position diesen Vorhand, wenn du den da reinspielst, den kannst du nie als Rückhand Longhand so spielen. Diesen Winkel kannst du gar nicht spielen. Du kannst ihn ja auch von da wirklich kurz rausspielen, wenn du genügend Drall hast. So,